Es geht los. Die Märchenzeit hat begonnen, rund um Weihnachten. Ja, und das ist ja in 2 Monaten schon fast wieder vorbei. Höchste Zeit also für die Märchen. Und das Erste hat heute in Hamburg die 9 Märchenfilme präsentiert. Aufwendig produziert für Kinder und Erwachsene, Hans im Glück oder auch das Schlaraffenland. Geschichten von Feen und Prinzen. Sehen können Sie das alles an den Weihnachtsfeiertagen im Ersten. Heute aber waren die Schauspieler bei uns zu Besuch in Winterhude. Moment. Wie ein wunderschönes Familienfoto an Weihnachten. Die 9 Stars der ARD-Märchenserie 6 auf einen Streich beim Pressetermin heute Mittag. Das ganze Jahr das Gleiche. Wir schuften hier Tag und Nacht und werden nicht mehr satt. Ich sollte da arbeiten. Ich? Mechthild Grossmann spielt die Königin in Prinz Himmelblau und Fee Lupine. Wenn Himmelblau ihr verfällt, dann ist es aus mit ihm. Und mit eurem Königreich. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Ja, ich habe versucht, die Königin jetzt nicht so eine liebe oder böse Königin zu spielen, sondern die muss ja ihr Land erhalten. Und sie sagt, sie sind ausgeblutet, sie sind arm, sie haben Kriege geführt. Ich habe die auch in die Nähe von einem Feldherrn angelegt. Herzlich willkommen im Schlaraffenland. Das Schlaraffenland ist auch endlich zum Märchen geworden. Halt einfach einen Finger rein. Du siehst anders. Clara Deutschmann spielt eine Hauptrolle. Ihr Vater ist auch dabei, in einer Nebenrolle. Pralina, das Mädchen, was sich in ihn verliebt, ein bisschen, oder sie ineinander, würde für ihn das Schlaraffenland verlassen, ist aber... Ja, also da er sozusagen da bleiben will, kommt sie in Drängnis. Wie ist es denn mit der Tochter vor der Kamera zu stehen? Mit meiner eigenen jetzt oder mit den Töchtern anderer? Das ist sehr schön. Das ist ganz erstaunlich. Also ich glaube, es ging uns beiden so, dass wir am Anfang gedacht haben, mal gucken, ob das jetzt so eine coole Idee ist oder nicht. In dem Fall war es das, absolut. Aber wo habt ihr denn die schöne Gans gekauft? Die habe ich für mein Schwein getauscht. Und das Schwein, wo habt ihr das gekauft? Habe ich für eine Kuh gekriegt. Hans im Glück wird auch Zeit, dass diese Geschichte ins Fernsehen kommt. Gold, so groß als mein Kopf hier gegeben. Du hast schlecht getauscht. Nein, ich habe gut getauscht. Ich finde, das Besondere an diesem Märchen ist, dass Hans die Dinge, die er eintauscht, für sich als eigenständige Dinge wahrnimmt und sie gegeneinander nicht aufwertet. 4 neue Märchen im Ersten. Kommt alle her, die Vorstellung beginnt gleich. Nein, nein, erst Weihnachten. Freuen wir uns aber jetzt schon drauf.